der BMW X5 M. Sehr schön. Auto ist klasse, wirklich. Auch hier mit neuen Displays. Ja, ich kannte die wirklich bis dato nicht. Ich kannte das so nicht. Sehr schön. Aufgeräumt. Hier ist dann das ganze Design. Hier. Sehr schön. Wabenmuster. Alles in Leder. Auto ist echt cool. Alcantara. Krasses Ding. Alcantara am Himmel, ne? Alles wirklich, fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist kein Alcantara, das ist Alcantara-Stoff, glaube ich. So, ja? So Stoff, ja. Glaube ich. Ich will nichts Falsches sagen. Auch das Glasdach, ne? Ja. Panoramadach, riesengroß, kommt bis wohin das geht. Bis zum Kofferraum. Ne, echt, das ist echt gut, ne? Das ist immer noch ein bisschen hart. Ich habe gedacht, da wird ein bisschen dicken weicher. Mhm. Obwohl jetzt. Ah doch, man merkt wirklich einen krassen Unterschied zwischen M, wenn man die M-Taste drauf drückt, oder normal. Das ist echt krass. Also ich merke das voll. Ja. Dann ist der Knüppel hart. Also guck mal, wir fahren jetzt 128. Angenehm, man kann sich sehr gut unterhalten. Ich fühle es auch nicht an wie 128. Was? Fühlt sich auch nicht an wie 128. Also nee, ich hätte 140. Gesagt, also. Echt? Hm. Ich hätte gesagt, langsamer. Finde ich auch. Also, Windgeräusche sind gut. Die Julia, übrigens Julia von BMW, Niederlassung Düsseldorf, Rad, hat mir versprochen, dass sie mich oder uns mit Kamerateam mitnimmt zu so einem M-Performance Day. Da ballern wir die M-Modelle einmal quer und zurück. Boah. Das wird krass. Der Belzec sitzt da so gut. Ja. Der geht gut. Der geht echt verdammte Hacke gut. Und der ist stabil. Guck mal, mit einer Hand kannst du fahren, kein Problem. Guck mal, wackelt nichts. Wenn man bremst normalerweise, machen viele Autos, aber ist gut. Nicht, dass ich noch auf den Geschmack komme, dann kaufe ich irgendwas Verrücktes. Zum Beispiel? Ein NRS oder sogar ein GTR. Ja? Ja. Nissan GTR? Ist geil. Meinst du? Ist geil, ja. Ja, wenn dann aber so ein Nissan. Ja? Ja, wenn schon, dann schon, ne? Wenn wir die Testautos bekommen immer, wollen wir keine Strafzettel bekommen. Weil das ist nicht gut. Manchmal schaffen wir nicht, wenn der Olli irgendwo unterwegs war. Gar nicht. Fürs Parken, ja klar, der zieht nie einen Parkschein. Das war immer lieber Politessen, der zieht nie einen Parkschein. Das war der Norman. Ja klar. Ja. Nein. Ich schneide irgendwann in einem Video, schneide ich alle Strafzettel von euch raus. Ihr sucht die eine Buchhaltung raus. Ja, und dann zeige ich dir ihn in einem Video. Sag nein, geblitzt auch nicht, ne? Nein. Geblitzt muss ich jetzt noch zweimal. Ja, und diesen das? Monat. Ich habe zuerst gedacht, hier liegt was. Ja, hier. Auf dem Dings hier. Schon aufgemacht? Nee. Oh. Warte. Achso, fuhr. Getränke kann man sogar kühlen und beizen. Was ist da drin? Ehrlich jetzt? Krass. Ja. Ach ja, hier sind ja so Knöpfe. Hier. Hm. Geil. Handy-Ladegerät? Auch. Cool. Sehr cool. War das nicht bei den Zweier, wo ich mein Handy nicht laden tun konnte? Handy ist gut. Zack. Perfekt. Wie für Belzec gemacht. Der bleibt doch gut in der Kurve, ne? Voll. Bei uns quasi die Höchstgeschwindigkeit auf 130 festlegen, überall. Ja. Aber wenn ich ehrlich sein soll, wo haben wir noch offen? Hier sind überall Baustellen oder ist die Kilometer
die Höchstgeschwindigkeit beschränkt, oder? Ja. Schönes Auto, wirklich. Aber auch wieder rot, finde ich nicht schlecht, dass sie also so rot abgesetzt haben. Auch hier, guck mal, so kleine, feine Nähte, ganz leicht M. Schön. Aber M-Taste war noch nicht an, oder? Jetzt ist M. Beim Beschleunigen? Nein, ne? Doch. Echt? Mhm. Guck mal, sogar auf dem Bild sind so schöne Sitze da. Siehst du das? Der hat echt schöne Sitze, ne? Bei Sitzkühlung und Wärmung ist auch ein Sitz halt so. Aber ist das Touch? Wie krass ist das denn? Ehrlich? Ja, Mann. Ja. Lenkrad, Heizung, alles. Das Ding ist gut. Wahrscheinlich haben die mir so eine richtig coole, volle Bude gegeben. Mhm. Wenn schon, denn schon. Aber wenn die Julia schon so Wünsche hier erfüllt, dann hätte ich gerne einen 7er gefahren. Weil zurzeit mein Lieblingsauto ist A8. A8, der Audi A8. Und zurzeit, also vom Luxus her, ist nicht vom Beschleunigen, vom Performance und so weiter. Das Auto fährt sich einfach jeden Tag, also wirklich jeden Tag top. Wie gefällt dir? Mir gefällt er richtig gut. Also ich mag ja BMW sowieso. Magst du BMW? Ja, also Olli. Ja. Olli, typisch Klischee, 3er BMW. Ja. Hat der hinten auch so Klimatronik und alles? Ja, ja, der sitzt halt sogar da auch hinten. Ja? Ja. Bei Luftdruck auch? Das weiß ich nicht. Gut, sehr schönes Auto. Aber hinten hat er auch viel Platz. Ist er so? Ja. Also ich sitze ja sehr, sehr, sehr gemütlich und ich könnte noch einen Ticken nach vorne sogar, falls notwendig. Ja? Ich glaube, ich hätte dahinter sogar noch genug Platz. Muss man gleich gucken, wenn wir anhalten. Ja. Der 8er BMW, ob wirklich als M oder nicht M, als wirklich absolute Basisversion, das Auto ist einfach nur schön. Wirklich zurzeit für mich von den Sportcoupés, ja, das schönste Auto zurzeit auf dem Markt. Wie gesagt, ich war letztes Jahr am Überlegen, kaufen, nicht kaufen, ja, nein, hin und her. Ja, wir schauen, was so passiert, ne, in den nächsten Wochen. Aber Lust hätte ich schon auf so ein Auto. Ich finde die sehr sexy, die Dinger. Ne? Also wenn ein M vor allem, wirklich nur so ein bisschen teures Auto, ne? Ja. 180.000 kostet das, ne? Mhm. Die gebrauchten 650er liegen so bei 100.000 Euro. Also für 95, so 110, je nach Ausstattung und Farbe und so weiter. Mhm. Aber sexy. Julia, ja. Wir brauchen einen 8er. So, also wer so ein Auto BMW haben möchte, ja, ob der X5M oder ein 8er oder was auch immer, der kann sich gerne bei der Julia in Düsseldorf Rath melden. Die ist wirklich sehr nett, sehr, sehr, sehr nett. Und hat echt Ahnung von Autos. Ne? Mhm. Respekt. Normalerweise sind da in der Chefetage sitzen da meistens Männer, jetzt nicht böse gemeint, aber meistens Männer. Und wir waren selber sehr überrascht, dass uns eine Frau besucht hat. Fahren wir zurück, machen wir so ein bisschen hier Kofferraumtest. Ja. Ich finde das Auto sehr kurz. Also wie gesagt, ist 4,90 Meter, 80, 90, irgendwie sowas war das. Hatte das viel kürzer als ein Audi A8. Mhm. Ja. Laut Hersteller ist er 3,9 Sekunden auf 100. Aber das fühlt sich krass an. Ja. Ne? Mhm. Richtig krass. Gut, BMW war schon immer, ich glaube, der hat mehr PS als angegeben. Echt? Ja, 100%. Wirklich? Ja. BMW war schon immer so ein bisschen so, du in 20er drauf. Ja, ja. Aber ich finde auch wirklich für ein SUV, da beschleunigt der schon krass. 2,4 Tonnen. Da latscht man bei 190 durch und denkt man, Halleluja. Wirklich krass. Bewerten wir so einen tiefen, ne? So einen Sound. Ja. Der ist. Der fühlt sich gut an oder hört sich gut an. Tada! Können wir jetzt gucken, was da so abgeht? Der Schlüssel ist hier dahinter. Der Schlüssel ist auch schön, sehr schön. Guck mal hier, so links. Die ist sehr, sehr, sehr schön. T-Shirt habe ich jetzt gesehen.
Ja, du bekommst schon T-Shirts. Ne? Ja. Wir bekommen bald unsere schöne T-Shirts bei uns im Shop. Können wir hier einblenden und wer ein T-Shirt oder wir haben so schöne, hast du jetzt nicht an, ne? Ich auch nicht. Was denn? Die Schlüsselanhänger. Nee, das gerade nicht. Ja. Haben wir auch. Oder Käppis haben wir auch. Käppi hast du an. Mhm. Ja, Oli hat eine Käppi an. Ich nicht. Ich habe schöne Haare. Nein, Spaß. Cool. Richtig gut. Der Sitz vorne ist so ein Klopper. Richtig gut da. Und guck mal, ich saß vorne so und hier habe ich immer noch sehr viel Platz. Hier ist auch Sitzheizung, wie du schon gesagt hast, Sitzheizung. Okay. Lüft noch? Nein. Aber Klimatronik, was ich richtig cool finde auch, sogar das BMW immer die Gurte mit so schönen BMW-Farben macht. Oder M-Farben, nicht BMW-Farben. Oder M-Nähten, ja. Ich glaube, hier könnte man reisen so ein bisschen mit dem Auto. Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Also wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr hochwertiges Auto. Wirklich krass. Jetzt gucken wir uns den Motor an. Boah. Hey, ehrlich, jetzt guck mal. Ein richtig schönes Spoiler schon hier. Guck mal. Sieht echt cool aus, ne? Hier so ein bisschen eine kleine Unterbrechung. Ja. Vielleicht konnten wir uns hier was einfallen lassen. Ja, alles in Schwarz. Auch die Leisten, Auspuff. Alles. Wirklich, wirklich alles. Grillnieren auch. Wir machen, ja, wir machen dann gleich schön sauber, weil gestern hat es geregnet. Und dann machen wir es schön Carport. Guck mal hier, 315, 30, 22 Zoll. 22 sogar? Ja, hab ich so gesagt, 22 Zoll. Ich hab mich schon gewundert, wo du gesagt hast, 21 Zoll. Im Internet schon 21. Ich hab, ja? Ja. Ich hab, von außen schon gesehen, dass die sehr, sehr, sehr groß wirken. Ne? Mhm. Aber weißt du, was ich komisch finde? Komm mal ein bisschen hier. Ist das hintere Rad und das vordere Rad. Das vordere sieht kleiner aus, ne? Ja, weil der Reifen viel dicker ist. Ja, ja. Warum, wissen wir nicht. Ja, aber hat wahrscheinlich... Oh. Da kommt der Nächste. So. Hier alles schwarz. Carbon, guck mal, wie schön. Ja? Alles in Carbon. Die Nieren auch in Schwarz. Mhm. Schön. Alles black, black, black. Sehr schön. Warte. Die Haube auf. Warte. Meinst du, der Motor ist auch so wie beim RS5? Wieso? Wo der so schön war mit von innen? Wow. Der hat noch nicht gezeigt. Krass. Hast du noch nicht gezeigt? Nein. Schön. Krass. Also, boah. Sieht echt gut aus. Das ist ein Biturbo, ne? Mhm. Ja. Da sieht man, das Herzstück mit 625 PS ist groß. Sehr schön. Echt mega. Ja? Echt, echt, echt schön. Das ist nachträglich reingeklebt. Guck mal. Wenn wir sowas produzieren, weißt du, dann ist so eine Idee für uns, wenn wir solche Abdeckungen bauen. Ja, das hier kann man alles hier, guck mal, bewegen. Das bedeutet, das ist alles nachträglich reingeklebt. Ja, also das haben die BMW-Leute, aber guck mal, alles hier, guck mal her. Das ist kein Aufkleber, das ist alles hier schön reinlackiert, ne? Echt? Aha, krass. Sehr schön. Die M-Farben auch, oder? Ja. Echt? Das ist wirklich, das ist kein Aufkleber, das ist alles, guck mal, das ist nicht mal eine Stufe. Wenn man wirklich guckt von der Seite, ne? Wenn du von der Seite guckst, das ist wirklich arschglatt. Wirklich. Krass. Sehr schön. Können wir gucken, wie groß der Kofferraum ist? Jo. Ich finde den Spoiler richtig schön. Guck mal her, wenn du von hier gehst, geh mal von hier, ja, und dreh dich einmal so quasi so rum. Ich finde das richtig cool hier, diese Party. Ja. Oder? Doch. Joa. Auch mit zwei Klappen, ne? Ja, wie der alte auch. Ja, ich hatte den ganz ersten X5. Ne, nicht ersten, zweiten. Ja, als Facelift. Was auch geil ist hier, wenn man die zwei Knöpfe anmacht. Machen Sie. Was ist das? Machen Sie. Wieso ich? Ach, ist das... Nein. Mhm. Leute, das ist heiter. Ein anderes zum Rausfahren. Nein. Leute, ich finde das fett. Ey, wie geil ist das denn? Problem war bei dem X-Modell, ja, warte. Problem, dass man so eine Hutablage hatte
und man wusste nie, wohin damit. Ja. Geile Lösung, wirklich. Sehr, sehr, sehr coole Lösung. Und die Klappe unten geht auch mit dem Dämpfer auf. Die was? Die hier, die untere Klappe. Doch, ehrlich jetzt? Ja. Wo? Also die bleibt von alleine. Hier. Wo ist der Knopf? Ja, ziehen. Ach, das, also das muss man nicht halten. Ach, ja. Wie cool ist das denn? Jetzt weiß man, warum das Auto 140.000 Euro kostet. Ja, das sind so viele kleine Feinheiten, dass das Auto so viel kosten muss. Schön. Wenn man die Sitze umklappt, boah. Kann man umklappen. Ja, wie geil ist das? Boah. Geil. Sehr schön. Brauchen wir keinen Campingwagen. Ja, wirklich. Geiles Ding. Schönes Auto, wirklich sehr, sehr schönes Auto. Boah, echt groß. Oh, das habt ihr gemeint vorhin. Guck mal hier. Das ist alles quasi das Carbon hier und der Lautsprecher schon eingearbeitet ist. Also wirklich eine schöne kleine Designpartie. Sag ich mal so. Nennt man das so. Spaltmasse sind gut. Ja, meistens bei vielen Fahrzeugen ist hier eine Spalt nicht gerade. Hier ist das sehr, sehr, sehr gerade. Ne? Schön. So, das war's. Und wir machen noch einen Teil 2. Und zwar, wie würden wir den X5 umbauen, wenn wir den bauen würden? Ne? Mhm. Das sieht schon brutal aus. Leicht wird's nicht. Echt? Ne? Ja, so sieht's aus. Warte. Viele beschweren sich, ich habe jetzt so ein bisschen auch ein paar BMW-Bilder gepostet und bei Instagram. Ja. Und viele haben sich beschwert, dass die BMW hier so groß ist. Ja. Wenn ich ehrlich sein soll, ist die gar nicht so groß. Bei dem X-Modell. Finde ich aber auch so, ne? Ja. Das eigentlich passt. Also zu dem Auto passt das sehr gut. Der 7er ist etwas zu viel, glaube ich. Ja. Jetzt sind auch ein 7er an mir vorbeigefahren. Das ist schon extrem groß. Aber vielleicht fahren wir in dem 7er. Ne, liebe Julia, dann schauen wir uns ein bisschen genauer an. Ich finde das Auto sehr, sehr, sehr schön gelungen. Ne? Also Respekt an BMW. Aber was wir daraus zaubern, zeigen wir euch in dem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, ein Abo, schreibt Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.